Willkommen zu einem neuen Video und zwar heute mal nicht Horse Reality, sondern das Spiel Leporidae. Und zwar ist das praktisch schon so ähnlich wie Horse Reality, bloß mit Kaninchen. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch das mal. Ich spiele das jetzt schon ein bisschen länger. Wie man links sieht, bin ich inzwischen Level 46. Und dann zeige ich euch mal meine Kaninchen. Es gibt zudem nicht nur Kaninchen, sondern auch so Fantasy-Tiere. Und die zeige ich euch gleich auch, weil ich ein paar davon habe. Und zwar haben wir hier einmal die Beginnerhütte, die heißt bei mir Bunnies. Man kann die Gebäude, je nachdem wie man möchte, bemalen lassen. Und dann habe ich hier noch vier weitere Hütten, die im, ja, ich sag mal, ersten Stadium sind. Also man kann die halt upgraden und je nachdem, auf welchem Level die Hütte ist, so viele Kaninchen können dann da rein. Bei dem ersten, also der ersten Hütte, die man immer kaufen kann, können jeweils 10 Kaninchen rein. Und dann geht es halt immer höher. Ich habe einmal nämlich noch Löffelohr, dann Mimic Loops, Flitzers und Xiang. Aber wir gehen als erstes mal zu den Bunnies. Und dann könnt ihr gleich schon sehen, wenn es geladen hat, dass ich hier unten 60 Kaninchen habe. Dankeschön, Java Update. Meine Ohren sind einfach gerade gestorben. Aber wie man sieht, es gibt hier verschiedene Rassen. Wir haben hier einmal 4 Fuzzy Loops. Das sind halt Kaninchen mit Schlappohren und viel Fell. Dann gibt es hier, ich glaube, das sind die Holland Loops, die ich noch habe. Davon habe ich sehr, sehr viele. Weil die haben einfach sehr viele verschiedene Farben, die ich echt cool finde. Und die haben halt genauso wie bei Horse Reality auch Werte. Und da bin ich relativ gut. Oh. Und die eine muss ich gleich nochmal beim Tierarzt behandeln lassen. Also dadurch, dass ich so viele habe, merkt man halt auch nicht unbedingt alles. Dann sind das hier noch 2 Löffelohren, da die gerade aber einen Wurf hatten, zumindest gestern, konnte ich die noch nicht ins Cryolab packen, damit die nicht altern und die stehen halt zum Verkauf. Dieses hier auch. So, dann kann ich hier einmal aktualisieren. Und die zweite Rasse, die ihr hier jetzt noch seht, das sind die Mini-Rexe, davon habe ich auch ein paar. Weil die züchte ich auch in echt und die sind halt einfach toll und klasse und haben hier auch noch schöne Farben. Von daher konnte ich nicht anders. So, dann gehen wir einmal zu den Löffelohren. Die hatte ich euch ja eben schon 2 Stück gezeigt. Hier habe ich jetzt noch 3 Stück. Mit der einen kann ich noch nicht züchten, aber morgen, wenn sie 6 Monate alt ist, die altern halt jeden Tag einen Monat. Aber da packen wir gleich noch ein paar mehr Kaninchen zu und auch ein paar mehr Käfige. Dann haben wir hier die Mimic Loops. Das sind halt so Fantasy-Tiere. Die gibt es noch mit einem anderen Skin, den habe ich aber nicht. Ich habe nur diesen niedlichen Skin. Und dann habe ich die Felizas. Das sind auch so Fantasy-Kaninchen. Das sind halt praktisch irgendwelche Einhorn-Kreaturen. Sind ganz cool, aber definitiv nicht meine Lieblingskaninchen. Dann haben wir als letztes die Xanx. Das sind auch Fantasy-Kaninchen, wie man schwer und schwer erkennen kann. Ich habe jetzt alle mit so einem Feuerflammen-Effekt, sag ich mal. Die gibt es aber auch ohne. Und dann gucken wir uns mal die Nursery an. Da kommen nämlich die Kaninchen-Babys hin. Und wenn die 3 Tage alt sind, also sprich 2 Monate im Spiel, dann können wir entscheiden, ob wir die jetzt behalten oder ob ich die noch zum Verkauf stelle, wie zum Beispiel hier unten ist schon einer zum Verkauf, weil sie dann morgen komplett verschwinden von dem Spiel, wenn man sie nicht behält oder wenn ein anderer Spieler die nicht kauft. So, wir fangen mal an mit der hier, weil da bin ich mir ganz sicher, dass ich die behalten möchte. Ist nämlich sehr hübsch. Und dann nehmen wir mal den Käfig L4. Also ich habe bei den, ich sag mal, normalen einsortierten Sachen, habe ich immer ein L oder ein X oder ein P davor, damit ich halt weiß, wo ich die reinstecke sozusagen.
Die können wir verkaufen, die finde ich nicht so klasse. Also ich gehe jetzt erstmal nur nach, ich sag mal, der Schönheit von dem Kaninchen. Weil bei den Löffelohren gibt es noch nicht so viele Farben. Da sind mir die Farben dann erstmal wichtiger. Das hier wird jetzt aber gleich schwierig, weil jetzt muss ich nach den Werten gucken. Und dann klicken wir die nächste an. Die ist zum Beispiel pssst, besser. Das war gerade mein Hund. Und dann packen wir die in einen normalen Käfig für die Bunnies. Können wir die hier verkaufen? Mal 410, das kauft aber wahrscheinlich sowieso keiner bis morgen. Dann updaten wir einmal, damit ich weiß, welche ich jetzt schon habe. Und dann sieht man hier halt bei Notes, in welchem Käfig die sind, wenn man die in den Käfig reingepackt hat. Der kann weg. Also Böcke brauche ich halt zum Beispiel eher seltener. Und meistens runde ich die Verkaufszahl auf. Oder halt ab, je nachdem. Aber ich mach's so. Das Einzige, was bei diesem Spiel problematisch ist am Anfang, ist Geld zu kriegen. Das ist wirklich sehr schwer. Ich habe mir zum Beispiel extra das VIP geholt für einen Monat, 10 Euro. Dann kriegt man nämlich pro Tag 2000 von diesen Ingame-Dollar. Die möchte ich nicht haben. So, die Sache ist halt auch, ich habe, wie man hier unten sieht, 6 Seiten voller Babys jetzt, die ich durchgucken muss. Ist nicht so super. Auch wenn der eigentlich voll süß ist, ich hätte gern ein weißes Weibchen gehabt. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich eins. Ich bin mir aber nicht so sicher. Die Sache ist halt, ich habe bei den Holland Loops zum Beispiel schon sehr, sehr viele Farben. Wenn dann die Werte nicht wirklich perfekt sind, dann nehme ich die auch nicht unbedingt selber für mich zum Züchten. So, und dann können wir jetzt auf Seite 2 gehen. Vor allem das Coole ist, die haben zum Beispiel wirklich. Aha, da habe ich ein weißes Weibchen und da oben auch noch. Ja, das ist doch prima. Das ist super. Ich finde die Löffelohren irgendwie voll süß. Und halt irgendwie, je nachdem, welche Farbe und welche Werte das Kaninchen hat, desto höher ist auch der Preis. Ich glaube, die behalte ich auch nicht. Den erst recht nicht. Ist halt meistens wirklich alles Geschmackssache. Genauso wenig wie diese hier. Das finde ich auch nicht ganz so schön. Und die Werte sind auch nicht so super. Von daher packen wir die mal alle in Verkauf rein. Alles klar, das ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen verbuggt. Aber egal. So. Wieso ist das jetzt so komisch? Alles klar. Und die andere von hier. Die hat ungefähr dieselben Werte. Behalten wir mal diese hier. L5. So, wir machen mal aktualisieren. So, dann kann ich diese hier auch noch verkaufen. Okay, warte, die hat 98. Dann machen wir das andersrum. Dann behalte ich die mit dem höheren Geldwert. Kann ich die nicht wieder aus dem Käfig rausnehmen? Scheinbar nicht, na toll. Psst, Enya. Ist gut. Muss ich die hier mal eben in den normalen Käfig reinpacken? Oder ich kann sie ja auch in den letzten. Dann muss ich gleich noch Käfige kaufen. So. Das ist jetzt auch wieder so komisch.
Den verkaufe ich aber auch. Und dann hatten wir den hier noch. Den können wir auch verkaufen. Machen wir mal so. Geht's jetzt? Also ab und zu ist das Spiel noch ein bisschen buggy, aber das ist noch auch in der Beta. Also von daher nicht so mega schlimm. Ja, der ist jetzt nicht im Verkauf drin, also machen wir das nochmal. Machen wir so. Das ist eine Häsin. Ich glaube, die hier behalte ich. X4 ist nur noch frei. Also das Problem, was man meistens hat, ist irgendwann, dass die Plätze halt voll sind. Den verkaufen wir. Und die da verkaufen wir auch noch. Perfekt. Dann sind wir mit der zweiten Seite fertig. So, jetzt wird es nämlich schwierig, weil ich will auf alle Fälle das erste hier behalten. Und bei den Rexen bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall kann die hier weg. Machen wir mal das da. Wäre das zu. Und jetzt müssen wir mal eben von den anderen, die ich schon habe, welche rauskicken. Ich glaube, ich kick Chocolate Kiss. Nee, eigentlich nicht. Die da. Immer die da weg. 100 und dann Cryolab. Perfekt, dann habe ich einen Platz wieder frei. Und ich glaube, ich verkaufe diesen Bock hier für 110. So, dann habe ich wieder zwei Plätze. Achso, ich hätte auch gleich oben auf die Nursery klicken können. So. Wir waren jetzt Seite 3. Bin ich richtig oder bin ich falsch? Nee, richtig. Ich glaube, die pinke will ich auch noch haben. Sieht ganz hübsch aus oder ganz lustig. So, X2. Also ich finde, die hier hat echt eine schöne Farbe abgekriegt. Sieht richtig gut aus. Mit dem blauen Außen und dann noch das blaue Fell mit dem Weiß. Die lila Augen passen nicht ganz so, aber naja. Und die Werte sind auch nicht allzu schlecht, ist noch alles im okayen Bereich. Von daher ist die echt gut. So, und die ist auch ganz passabel. X5. So. Haben wir hier eine Häsin in einer Farbe, die ich noch nicht habe. Die Werte sind aber schrecklich. Der da kann auf alle Fälle weg. Ich mache jetzt einfach mal eben so, damit es schnell geht. Die kann auch weg. Ich habe eine Häsin schon gesehen. Ich hatte mir die vorhin schon mal angeguckt. Die fand ich ganz super klasse. Die kommt aber, glaube ich, erst auf der nächsten Seite. Und ich glaube, einen Rot hatte ich ja jetzt schon behalten. Von daher kommt die auch mal weg. Der Bock. Also, wie ihr bei den Rexen gerade schon seht, die haben auch zwei verschiedene Skins. Einmal eins, das halt so unten ist, und eins, das ein bisschen aufrechter sitzt. Ich glaube, die meisten haben zwei Skins. Ich bin mir nicht ganz sicher. Holland Loop hat nur eins, das weiß ich. So. Machen wir mal eben F5. Den dann muss ich gleich nochmal eben gucken. Und ist aber Broken Opal, das habe ich glaube ich schon. Das kostet auch nur 202, also kann ich gar nicht so gut sein. Nö.
So, und der da. Leider ein Bock, das ist halt okay, und die Werte sind auch nicht so super. Dann Seite 4. Langsam aber sicher kommen wir dem Ziel näher. Hier, die will ich auf alle Fälle behalten. Sie sieht sehr, sehr schön aus. Egal auf die Werte. Die ist total hübsch. So, alle Böcke können auf alle Fälle weg. So. Und der da. Und dieser hier. So, aber eigentlich brauche ich auch, wenn keine gescheckten Hesen. Eher die Frage bei den nicht gescheckten, ob ich die behalte, aber das eher nicht. Die da hat mir auch viel zu viel Weiß, weil die ist sogar noch Dutch. Also das Spiel ist halt genau wie House Reality auch nur in Englisch. Also man muss die Sprache schon ein bisschen beherrschen. Ich will mir gleich nochmal den letzten Bock da angucken. Es gibt halt, wie ihr auch vorher schon gesehen habt, Rassen, die mehr kosten und weniger kosten. Tut mir leid. So hübsch ist er doch nicht, obwohl der red ist und nicht orange. Aber egal. So, und dann habe ich hier noch Easter Bunnies, die ganz schrecklich aussehen. Ich glaube, ich behalte davon keinen. Sind nicht so wunderschön, wie ich dachte. Und die sind auch nicht sehr viel wert. Welche Rasse ich gerne nochmal hätte, sind Furless. Welche? Ach, Mausbär, du musst nicht in den Schreibtisch reinkrabbeln. Die kann ich euch gleich mal zeigen. Das sind halt Kaninchen ohne Fell, aber irgendwie kommt man da nicht unbedingt an welche ran zum Kaufen. Was sehr, sehr schade ist. Und man kann halt keine Rassen kreuzen, das funktioniert nicht. Achso, außer bei den Fuzzy Loops und den Holland Loops, das geht. Oh, ich habe eine Red Hesin und ich glaube, unten war noch eine. Die hat einen Wert perfekt, den nehmen wir doch gleich. Aber jetzt habe ich nur noch irgendwie zwei Käfige frei. So, ist die mehr wert als 100? Nein. So. Genau, die ist nicht so viel wert. Da sind noch Easter Bunnies. Das kann auch weg. Dann habe ich noch einen Bock hier von den Löffelohren. Das ist aber auch nichts, was man unbedingt braucht. Das Einzige, was auch noch positiv ist an diesem Spiel, die Hesinnen brauchen nur einen Tag zum Tragen, weil ein Tag ja ein Monat ist. War ich jetzt schon auf Seite 5? Ja. So, dann brauchen wir jetzt Seite 6. Sprich, man hat gleich am nächsten Tag die Babys, wenn man was verpaart. Da ist auch nichts mehr mit dabei, was ich haben möchte. Können wir das auch mal eben alles hier verkaufen? Das da verkaufen. Also ich habe jetzt auch gerade keine Ahnung, wie lange dieses Video dauert. Ich hoffe, es langweilt euch nicht. Aber das ist halt so das Tägliche, was ich bei diesem Spiel hier mache. Kontrollieren, habe ich Babys, habe ich keine Babys, was für Babys habe ich? Da ich VIP bin, brauche ich auch keine meiner Tierchen selber füttern, sondern die werden alle einmal pro Tag gefüttert. Der hat aber blaue Augen.
Das machen wir mal wieder weg hier. Den behalten wir. Auch wenn ich kein Käfig mehr habe. Und wir den auch erstmal da eben reinpacken. Mit blauen Augen nehme ich doch gerne ein. So. Und dann nochmal eben diese drei hier. Und den da. Also Isabunnies, sie sind echt nicht schön. Ich weiß nicht, warum ich mir da eine Häsin geholt habe. Und den verkaufen wir auch. So, und dann können wir nämlich hier oben auf Animals Find Rabbits. Und dann machen wir mal Löffeluhr. Und wir machen mal Feinstrats. Also sozusagen Deckrammler finden. Drei Stück. Na super. Mit denen habe ich schon alle gedeckt. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist schade. Machen wir mal, ob wir noch welche zum Verkaufen finden. Wo ich jetzt nur aufpassen muss, dass ich meine eigenen nicht kaufe. Was wahrscheinlich erstmal alle diese hier sind. Ja. Hier sind welche, die nicht zu mir gehören. Ist aber jetzt auch nichts so Wunderschönes mit dabei. Nee, das lassen wir. Wir holen uns dann lieber aus dem Feedstore ein paar neue Käfige. Vier Stück kann ich glaube ich noch. Da reinpacken, wo ich sie haben will. Jetzt gibt es noch grüne Pads. Kaufe ich halt zwei grüne. Also die braucht man damit, die Kaninchen in diesen Käfigen, die ich jetzt gekauft habe, sich keine Fußverletzungen holen. So, dann müssen wir ins Inventory. Da sind die Käfige. Und dann, genau, bei Löffeluhr wollen wir die einplatzieren. So. Jetzt habe ich davon nichts mehr. Dann gehen wir mal eben zu den Löffelohren und brauchen Resting Boards. Machen wir hier mal zwei grüne, zwei weiße. So, und dann Housing, weil ich die ja einmal umbenennen muss. Und jetzt soll ich bis 6, also 11, 7 und 11, 8, 11, 9 und 11, 10. Wir brauchen aber auch noch Wasser und Futternäpfe. Das kriegen wir hier. Und wir brauchen es ja doppelt. Wieder darauf. Dann auf Equipped Feeders. Bowl. Das, das. Und Waters. Achso, da ist schon eine. Und dann können wir. Stopp, nicht Inventory. Die anderen Kaninchen da einmal rüberholen. Move Animals. Jetzt müssen wir gucken, wo hinten Löffelohr steht. L7. Habe ich nur eine Löffeluhr? Nee, oder? Den Löffeluhr hatten wir.
Bin ich jetzt blöd oder hatte ich die von drüben? Egal, wir gucken gleich einmal. Gehen einmal bei Löffelohr rein. Und hatte ich nur zwei Stück behalten? Achso, nee, da ist das andere. Okay, alles klar. Wie benennen wir die denn mal? Sunshine nenne ich die da, glaube ich. Weil die eine heißt halt schon Sunny, deswegen kann ich die nicht auch noch Sunny nennen. Und dann können wir die auch rein theoretisch tätowieren. Auf Sunshine oder irgendeine Nummer könnte man auch nehmen. Aber jetzt hat die im Ohr Sunshine tätowiert. Ich finde, die ist total hübsch. Das ist eine tolle kleine Maus. So, aktualisieren wir mal die Seite. Und dann sind sie nämlich alphabetisch geordnet, wenn man sie jetzt halt alle benennen würde. Aber ich glaube, das reicht jetzt für heute. Das Video ist bestimmt schon ziemlich lang. Von daher, hoffentlich hat es euch gefallen und bis zum nächsten Mal.